Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Nachmittag heute zum Webinar, zum Devisenradar-Webinar am 16.01.2019. Mein Name ist Markus Klebe. Ich bin an der Stelle von Chris Kämmerer heute hier. Und er, da der Chris heute unterwegs ist, hat er mich gebeten, das Devisenradar-Webinar auch noch zu übernehmen. Wir hatten heute Morgen schon die Ehre, auch das Devisenradar an sich am Morgen zusammen hier eben ja zu genießen und heute eben auch das Webinar an dieser Stelle. Wir wollen natürlich auf interessante Situationen im Markt blicken, auf interessante Trading-Situationen und natürlich auch wie gewohnt hier an dieser Stelle die Möglichkeit von euch, wenn ihr Fragen habt, sei es zum Trading an sich oder sei es natürlich auch zu bestimmten Währungspaaren oder zu bestimmten Märkten, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, eure Wünsche hier zu äußern. Von meiner Seite würde ich hier heute auf Gold und Silber blicken, da sich gerade Gold so immer mehr gerade zusammenzieht, auch auf kleineren Zeitebenen. Also da wird in irgendeiner Art und Weise vielleicht sogar eine Explosion kommen. Das müssen wir uns mal anschauen. Sehr, sehr interessant. Wir werden natürlich noch mal kurz auf diese Brexit-Geschichte und hier eben allen voran den britischen Pfund eingehen, der ja gestern dann, mal kurz auf der Unterseite etwas dippte und dann eben sich wieder erholte und jetzt eigentlich auf dem Niveau noch, auf dem Niveau des gestrigen Tages rangiert. Euro US-Dollar mal kurz in der Beschau ist für mich aktuell etwas uninteressant, werde ich euch zeigen, warum. WTI natürlich interessant, nachdem es ja letztes Jahr doch stark unter Druck kam, aktuell so ein bisschen Stärke findet, aber das auf sehr, sehr tiefem Niveau, da werden wir natürlich raufschauen. Und dann habe ich nochmal US-Dollar-Cut und US-Dollar-Schweizer-Franken. Also eine ganze Menge Stoff hier zum Besprechen. Wer mich noch nicht kennt, wir sind im Devisenradar-Webinar, das wollte ich hiermit zeigen und ich mache ja täglich hier dann auch die Livestreams auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers, schreibe teilweise Artikel noch im Research-Bereich, das ist ja hier so meine kleine Aufgabe, auch in Zusammenarbeit mit JFD Brokers und der nette Herr ohne Haare, das bin ich hier an dieser Stelle. Kurz, wer mich da nicht kennt, wie gesagt, findet das dann auch unter den Livestreams hier bei JFD Brokers. Da kann man sich das, wer möchte, natürlich nochmal durchlesen. Wir switchen erstmal ganz kurz. Ich ziehe das rüber hier auf den Risikohinweis. Ich bitte euch, diesen kurz durchzulesen, kurz einwirken zu lassen. Ganz wichtig an dieser Stelle, ja, lest euch diesen bitte durch. Achtet grundsätzlich darauf, dass er natürlich mit Stops arbeitet, dass er die Positionsgröße an euer Konto anpasst, also das Risiko entsprechend anpasst, dass all das, was ich hier sage und ja, an Setups natürlich formuliere, definitiv nicht als Handelsempfehlung gewertet wird, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading und euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann könnt ihr natürlich noch neben dem Webinar hier auch auf der Website von JFD Brokers euch erkundigen und Informationen reinholen. Da seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Das an dieser Stelle zum Risikohinweis. Wir switchen auch erstmal hier runter, gucken danach nochmal kurz auf die Website bezüglich des Brexits, aber schauen hier erstmal als allererstes auf den Euro-US-Dollar, den wir ganz kurz erstmal abhaken. Dann gehen wir auf den britischen Pfund über, werden dann nochmal kurz auf das Brexit-Thema eingehen. Ich lese mal ganz kurz im Chat, also wer hier vielleicht neu dabei ist, wer mich noch nicht kennt, beziehungsweise auch die Herangehensweise hier in einem Webinar, ihr habt die Möglichkeit, entsprechend Fragen zu stellen. Ich ziehe das Fenster mal rein, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt seht, na, kann sein, dass ihr das nicht seht. Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, hier natürlich Fragen zu stellen. Der ein oder andere hat das an der Stelle jetzt hier auch schon gemacht. Nette Frisur kommt hier zum Beispiel als Kommentar in dem Fragefeld. Ja, ich gehe regelmäßig zum Friseur, denn ein schönes Haar muss natürlich gepflegt werden. In meinem Fall natürlich mehr poliert. wie kann ich mir von Markus Klebe Long oder Short bei JFD Brokers ansehen? Wenn ich mich anmelde, kommt immer der Beitrag von September 2018. Hier, da können wir noch mal kurz drauf gehen. Okay, Hartmut an dieser Stelle, sehr, sehr interessante Frage. Wir gucken da noch mal kurz drauf. Also, hier ist es nicht wichtig, hier rauf zu gehen. Ja, hier kann man nicht teilnehmen an diesem Livestream. Das ist hier im Prinzip, ich muss mal gucken, wo hier Playlist kommt, wenn man auf Playlist geht. Okay, ich akzeptiere das mal. Und das ist mir selbst in diesem Fall noch gar nicht so aufgefallen. Ich gucke mal, was der jetzt hier lädt. Und zwar lädt er nicht viel. Okay, also der Trick an der Sache ist, man gehe auf YouTube, ja, und sucht sich den YouTube-Kanal von JFD Brokers raus.
Googelt einfach oder sucht hier oben in der Suchleiste JFD und dann kommt bei mir natürlich schon JFD Brokers, aber oder man gibt das in Gänze im Prinzip ein auf dem bei YouTube und dann kommt hier schon im Prinzip das Ergebnis hier unten, zum Beispiel das Devisenradar von heute Morgen, dann der DAX Long oder Short Livestream von heute Morgen. Aber wichtiger ist dann eigentlich hier auf den YouTube-Kanal raufzugehen. Dann an dieser Stelle, das sieht bei mir jetzt ein bisschen anders aus, als es vielleicht dann bei euch aussieht, weil ich natürlich jetzt hier auch eingeloggt bin und hier ein paar Möglichkeiten habe, die ihr natürlich nicht habt an dem Kanal. Aber ihr könnt dann hier zum Beispiel auf Videos gehen, das ist bei euch ähnlich. Und dann entsprechend kommen die ganzen Videos, die hier ja von uns hochgeladen werden. Zum Beispiel werde ich dann heute Abend auch dieses Webinar hier hochladen. Dann könnt ihr man sich das auch im Nachhinein nochmal anschauen. Und ihr habt hier die Möglichkeit entsprechend, ihr seht mein nettes Gesicht dann des Öfteren hier. Und auch hinter diesem schwarzen Devisenradar stecke ich quasi. Immer wenn das Schwarze kommt, dann stecke ich dahinter. Ansonsten hat der Chris natürlich sein eigenes Bild hier für das Devisenradar. Und dann klickt man hier einfach auf die Videos und dann kann man sich die anschauen. Beziehungsweise, wenn ihr auf dem YouTube-Kanal seid, und das kann ich an der Stelle jetzt nicht machen, ihr habt hier die Möglichkeit, diesen Kanal zu abonnieren, und neben dem Abonnieren oder neben dem Button des Abonnierens ist immer noch mal so eine Glocke, so ein kleines Glöckchen, und wenn man das dann auch noch mal aktiviert, dann sollte man eigentlich regelmäßig dann auch eine Erinnerung bekommen, dass ich jetzt online gehe, dass ich zum Beispiel live bin, beziehungsweise sind in der Regel die Zeiten dieser Livestreams gleich. 8.50 Uhr am Morgen DAX Long oder Short und am Nachmittag um 15.45 Uhr die US Opening Bell. Heute, weil ich natürlich jetzt hier mit euch zwischen 15 und 16 Uhr in diesem Webinar stecke, verschiebt sich diese ganze US Opening Bell Livestream Geschichte etwas nach hinten. Ich habe sie heute dann für 16.20 Uhr angesetzt. Und wie kann man das dann wiederum prüfen? Ich poste jeden Tag, wer sich zum Beispiel mit der Plattform Guidance auskennt. Auch dort hat JFD Brokers einen Desktop und dort poste ich dann immer nochmal die aktuellen Zeiten, beziehungsweise wird zukünftig auch hier auf dem YouTube-Kanal etwas mehr passieren. Man kann hier auch so eine Art Chat im Prinzip, so eine Community erstellen, und das werde ich zukünftig hier auch so ein bisschen in Angriff nehmen, so in etwa ab März. Und dann hat man auch noch da die Möglichkeit, sogar miteinander zu kommunizieren, dann eben auch entsprechend Veranstaltungen anzulegen, dass man schon vorher hier auf dem Kanal sieht, okay, das kommt dann und dann. Da läuft dann so ein Countdown und dann sieht man, okay, in 20 Minuten startet der Livestream etc. pp. Aber hier, das ist dann eben der wichtige Punkt. Und wichtig ist natürlich zum einen, dass man hier abonniert den Kanal, und dann bekommt man auch entsprechende Nachrichten. Ich grüße euch auch alle anderen, die jetzt hier Hallo sagen, Ottmar und Bernie, hallo. So, also, das nochmal dazu, zu der Frage, Hartmut hier an dieser Stelle. Gut, wir kommen zu den Märkten. Ich hoffe, ihr seht alles. Ihr hört mich, das ist so, sonst hättet ihr noch nicht geantwortet. Und ihr seht jetzt auch den Chat, das wäre hier nochmal wichtig. Nicht den Chat, den Chart. Nicht, dass ich jetzt hier wieder 20 Minuten spreche und dann sagt einer, aber wir sehen ja nur einen Screenshot oder nur die Website von JFD Brokers und hier irgendwie nicht den Chart. Also hier mal kurz nochmal ein kleines Feedback bitte in dem Fragefenster. Also Euro, US-Dollar. Ich muss schon tief durchatmen bei diesem Markt aktuell, und wer mich kennt, wer eben auch in den entsprechenden Livestreams mit dabei ist, der weiß, dass ich hier aktuell in einer Region, oder dass sich der Markt, dieses Währungspaar aktuell wieder in einer Region auffällt, die für mich eigentlich relativ uninteressant ist. Wobei wir gestern zum Beispiel auch hier nach dieser Bewegung nach unten ja dann auch nochmal Short-Setups sogar entwickelt haben, weil diese aktuell kurzfristige Abwärtsbewegung hier sehr, sehr sauber, charttechnisch sehr, sehr sauber verlief. Aber wir wollen nochmal kurz das große Bild einfangen. Ich schiebe hier den 4-Stunden-Chart mal nochmal eine Nuance zusammen. Wir bleiben einfach auf dem 4-Stunden-Chart. Würde ich jetzt einen Tageschart daraus machen, wäre das Bild ja nichts anderes. Für mich sind natürlich wichtige, markante charttechnische Punkte, für mich wichtig, aber eben auch Bereiche sehr, sehr wichtig. Und wenn wir uns dort die Vergangenheit anschauen, und ich will euch hier nicht lange langweilen mit dem Euro-US-Dollar, weil hier gibt es kein Setup, aber ich möchte ganz kurz die Situation einfangen. Wir hatten hier eine lange Zeit eine Schiebezone in diesem Bereich. Die ging in der unteren Grenze bis 15,30. Da kam einmal so ein bisschen schärferer Ausreißer hier in diesem Bereich und dann hier ging es ja dann gen Süden und dann bauten wir hier unten eine zweite sehr, sehr markante Schiebezone auf. Über eine längere Zeit, schaut mal, hier diese große Schiebezone, das waren dann in etwa 200 Ticks, das ist nicht viel. 200 Ticks, wenn man das mal vergleicht mit dem DAX,
Der DAX bewegt sich aktuell nach wie vor, auch wenn er von der durchschnittlichen Schwankung gerade etwas zurückkommt, bewegt sich am Tag durchschnittlich in etwa 180 Punkte am Tag. Der Euro-US-Dollar schwankte hier von in etwa Anfang Mai oder sagen wir Mitte Mai bis zum endgültigen Ausbruch hier auf der Südseite Anfang Oktober, schwankte er hauptsächlich in einer Range von 200 Ticks. Was möchte man hier großartig verdienen? Man kann Seitwärtsstrategien handeln, ohne Frage. Von oben nach unten und von unten nach oben. Das ist allerdings nicht meine Intention. Ich möchte Trades absetzen, die Bewegung bekommen, die sowas hier haben. Also einen Trend, einen schönen, sauberen Trend. Und das ist ja auch das, was wir ja heute in den anderen Märkten in irgendeiner Art und Weise uns suchen. Punkte suchen, wo könnte man eventuell einsteigen, um dann Trendbewegungen mitzunehmen. Und nicht nur irgendwie hier eine Chance zu haben auf irgendwie 100 Ticks oder sowas. Ja, dann lief der hier eben, wie gesagt, Ewigkeiten in diesen Bereichen und her, machte dann hier unten einmal so ein bisschen mehr Trend, ja, so ein annähernder Trendgedanke kam dann hier mal kurzzeitig auf, brach sogar kurzzeitig mal hier unten gen Süden aus, aber war dann wiederum hauptsächlich in einer noch kleineren Range von in etwa 100 Ticks, ja, 14,30 obere Grenze, 13,30 untere Grenze. Hatte auch zwischendurch immer mal so ein bisschen Ausreißer auf der Ober- oder Unterseite, aber der Kern der Handlungen, ja, hier oben immer mal kleinere Ausreißer, kurze Ausreißer, zeitlich kurz, ja, die sind stattgefunden oder haben stattgefunden auch auf der Unterseite. Also die Range an sich ist natürlich ein Hauch größer, aber mehr kommt es darauf an, in welchen Bereichen ist hier der Kern oder hat sich der Kern der Handlungen abgespielt im, hier in dem Fall im Euro-US-Dollar. Und das war zwischen 13,30 und 14,30. Es war immer schon meine Intention, deswegen haben wir hier zum Beispiel auch Geld verdienen können im Euro-US-Dollar. Wir haben im vergangenen Jahr oder ich habe im vergangenen Jahr im Euro-US-Dollar extrem wenig Handlungen abgesetzt und auch im Gold extrem wenig Handlungen abgesetzt. Das wurde erst zum Ende des Jahres interessant. Und jetzt wurde zwischendurch dann mal, also hier am Anfang des Jahres war natürlich der Euro-US-Dollar noch interessant, das lief natürlich auch noch hier rein, aber wo wir dann merkten, okay, so richtig geht es zum einen nicht mehr abwärts und zum anderen fängt der an, irgendwie so ein bisschen seitwärts zu tendieren, hat man hier schnell Gas rausgenommen. Dann hat man hier mal ein bisschen Geld verdient auf der Abwärtsseite, weil mein Kerngedanke war, der kam von oben und er geht gegebenenfalls nach unten weiter. Das hat sich dann auch wieder relativ schnell relativiert, ja. Und dann ging es hier mal wieder nach unten raus. Dann kamen wir wieder ein bisschen mehr in Action, haben den einen oder anderen Trade abgesetzt. Auch hier hatten wir Gedanken der Abwärtsseite, aber dann merkten wir, okay, der Markt lief hier oder läuft hier nach wie vor in der Seitwärtszone. Und so ist es aktuell nach wie vor. Wir hatten jetzt hier mal einen Ausreißer nach oben und da hatten wir ein schönes Setup markiert, auch im Livestream, mehrere sogar, mit dem Ziel erstmal wenigstens 15, 30, ja. Dann hatten wir auch hier oben nochmal gesagt, okay, guckt mal, wenn der da nochmal ausbricht, dann hätte man eventuell sogar die Chance, dass der weiter nach oben läuft. Dazu kam es nicht mal, weil der Euro-US-Dollar dann wieder Momentum nach unten aufbaut. Dann haben wir hier sogar den Short-Setup schon wieder entwickelt, weil die Annahme, und sie war ja im Nachhinein da sogar richtig, dass der Markt hier wieder in diese Schiebezone läuft. Und da ist er jetzt drin. Und aufgrund dessen, dass er jetzt wieder in diesem Bereich ist, wo er hier gegebenenfalls weiter um in etwa 100 Ticks pendelt, das ist für mich uninteressant. Der Markt sollte entweder wieder nach oben rausgehen, dann wird die Long-Seite interessant oder noch interessanter. Und damit schließe ich diese Analyse ab. Noch interessanter ist es, wenn der Markt nach unten ausbricht. Denn hier wäre nach wie vor der große übergeordnete Trend, der ist nach wie vor aktiv. Diese ganzen Seitwärtsschiebezonen sind ja hier quasi Erholungen, die eigentlich nicht großartig nach oben gehen, sondern in der Seite laufen. Und es ist somit durchaus nach wie vor realistisch, und wenn das Ganze in Summe ein Jahr dauert, dass der Markt gegebenenfalls wieder einen Trend ausbaut und der Trend idealerweise in Trendrichtung, übergeordneter Trendrichtung nach unten läuft. Sollte er nach oben ausbrechen, müssen wir eben schauen, haben wir auch schon uns Gedanken in den Livestreams gemacht, dass er eventuell dann eben nicht nach Norden, nach Süden ausbricht, sondern nach oben, hier eine Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs dann gegebenenfalls ausbaut. Und dann müssen wir eben schauen, obere Grenze dieser damaligen Seitwärtszone. Wie verhält er sich damit, ob dann eben gegebenenfalls hier vielleicht mal ein Trend endlich mal wieder im Prinzip einsetzt. Und damit kommen wir zu unserem aktuellen Freund, dem britischen Pfund. Und wir merken uns mal diese grundsätzliche Bewegung oder die grundsätzlichen Bewegungen hier des Euro-US-Dollars. Und ich hatte dann auch schon des Öfteren hier eine Idee vorgestellt, und zwar, dass man einfach sagt, okay, wir haben mit dem britischen Pfund grundsätzlich, wenn wir hier mal, müssen wir mal gucken, da müssen wir auch erst den 4-Stunden-Chart gehen. So, wir sehen, vergangenes Jahr, wir hatten gerade im Prinzip ja besprochen, ab Mai,
ist der Euro-US-Dollar quasi in so eine Seitwärtszone gelaufen, mit dem Gedanken, dass es gegebenenfalls weiter gen Süden geht. Was passierte hier im britischen Pfund? Der britische Pfund lief erstmal eine längere Zeit, hatte auch die Abwärtsseite inne. Also das ist ein positiv korrelierender Markt zusammen mit dem Euro-US-Dollar. Der hat genauso die Abwärtsseite hier abgespielt wie erstmal ab Ende März, im Prinzip im April, der Euro-US-Dollar. Und dann lief irgendwann ab Anfang Mai der US-Dollar hier seitwärts, ja, bis dann eben hier Anfang Oktober nochmal eine Welle nach unten eintrat. Und dann lief ja der Euro-US-Dollar weiter in einer sehr, sehr engen Range seitwärts. Was sehen wir aber im britischen Pfund? Hier sehen wir Volatilität. Aber Volatilität auch auf der Abwärtsseite, die ja hier auch im Euro-US-Dollar immer favorisiert wurde. Was führte oder das führte schlussendlich dazu, dass ich mir den Euro-US-Dollar immer wieder angeschaut habe, Euro-US-Dollar immer wieder uninteressant war, aber ich immer wieder gemerkt habe und immer wieder auch die Idee vorgestellt habe, teilweise mit Setups. Der britische Pfund ist ein aktuell nach wie vor positiv korrelierender Markt mit dem Euro-US-Dollar. Also wenn der Euro-US-Dollar Tendenzen auf der Abwärtsseite zeigt, zeigt es in vielen Fällen der britische Pfund auch, aber ausgeprägter, mit höherer Volatilität. Und durchschnittlich waren die Schwankungen, egal auf welchen Zeitebenen, waren die Schwankungen des britischen Pfund höher als die des Euro-US-Dollars. Und dann eben auch die Trendintensität, die Price-Action sozusagen, die ist, man sieht es, ja, die Schwankungen sind einfach da, die ist höher. Und das ist nach wie vor so. Allerdings haben wir natürlich jetzt aktuell hier so eine kleine charttechnische oder nicht eine charttechnische Ausnahmesituation, sondern eine fundamentale Ausnahmesituation, die wiederum teilweise charttechnische Gesetzmäßigkeiten für eine kurzfristige Zeit außer Kraft setzen. Denn wir haben gestern diese Brexit-Entscheidung in England gehabt, die ja erstmal für Theresa May relativ schlecht ausfiel. Und wir nehmen uns dazu dann hier nochmal kurz das Handelsblatt zur Hilfe, beziehungsweise ist das immer eine Webseite, wo ich mir die groben Informationen einfach nur, um zu wissen, an was bin ich gerade, was ist passiert. Also die groben Ergebnisse hole ich mir ganz gerne neben der Seite finanzen.net eben auch von der Seite vom handelsblatt.com. Und hier kann man dann, das ist jetzt nicht die Startseite, wir können das gerne mal kurz vielleicht mit der Startseite vollziehen. Einen Moment. Starten wir mit der Startseite vom Handelsblatt. Da landet man dann und dann gucke ich immer, okay, hier kam natürlich, kommt so die Top-Headline und dann scrolle ich immer so ein bisschen nach unten und dann kommt hier unten ein Punkt, der nennt sich Newsblock. Und hier ist eigentlich auch immer das Top-Thema, was so die Märkte aktuell betrifft, sei es vielleicht die Fed, irgendwelche Fed-Zinsentscheidungen, sei es vielleicht der Punkt Non-Farm Payrolls, wenn sie dann interessant sind für den Markt, sei es aktuell der Brexit oder. Oft ist es so, dass in diesem Newsblock dann eben entsprechend die aktuellste Situation der Gegebenheiten irgendwo geschrieben steht. Und hier ist dann auch gestern Abend relativ schnell im Moment standen dann hier die entsprechenden Ergebnisse. Ich hatte das heute Morgen dann auch schon mal gezeigt im Livestream. Und hier steht vor allem heute Abend, und das ist ja so der nächste wichtige Punkt, ist das Misstrauensvotum gegen May. Ja? Und das kann natürlich nochmals dazu führen, dass der Markt sich eventuell bewegt. Und auch in den nächsten Tagen, Schrägstrich Wochen, wird hier dieses Thema natürlich noch kriegsentscheidend sein. Allen voran für den britischen Pfund und dann eben natürlich auch je nach Situation für unsere anderen Märkte. Somit werden wir und müssen wir dieses Thema natürlich auch immer wieder im Hinterkopf haben, denn es ist für die Charttechnik etwas kontraproduktiv. Schauen wir uns das Ganze gestern mal an. Wir haben grundsätzlich hier erstmal einen abwärts tendierenden britischen Pfund gehabt. Dann eben haben wir vor einiger Zeit schon einen charttechnisch sehr, sehr wichtigen Bereich markiert im britischen Pfund. Das ist so in etwa der Bereich um die Marke knapp unter 1,27, bedingt durch diese zwei Tiefs. So kam im Prinzip diese Region hier zustande. Also der Punkt und der charttechnische Punkt, das sind zwei markante, wir sind auf einem 4-Stunden-Chart, zwei markante charttechnische Punkte. Und diese zwei markanten charttechnischen Punkte wurden dann hier nochmal unterstrichen, weil hier kam auch nochmal so eine kleine Gegenreaktion, bis dann im Prinzip hier mal der Durchlauf von unten, also nach unten kam. Und dann sieht man das hier nicht ganz so genau, aber man sieht hier, dass doch des Öfteren dieser Bereich erstmal getestet wurde, wichtig war, dann irgendwann zur Unterstützung wurde und auch gestern mehr oder weniger unterstützend wirkte.
Aber wir sind ja aus dem Bereich von hier oben gekommen und der britische Pfund ist mal kurz nach unten abgedippt in diesen charttechnisch wichtigen Bereich, um dann genauso schnell oder fast genauso schnell die Nordseite wieder einzugehen. Und wir sind aktuell nach wie vor auf dem Ausgangsniveau von gestern früh, von vorgestern Abend, als wäre nichts passiert. Aber es kam diese Reise nach unten. Und diese Reise nach unten, dieses aufgekommene Momentum gestern im Zusammenhang mit diesem kompletten Brexit-Tag, das ist natürlich charttechnisch. Oft eben durchschlägt es wenigstens ein Unterstützungsniveau, manchmal sogar mehrere Unterstützungsniveaus. Und da wichtige wirtschaftliche bzw. fundamentale Ereignisse einfach dazu führen, dass natürlich zum einen Volatilität aufkommt, das ist klar. Und ich arbeite ja mit den aktuellen Widerständen und Unterstützungen immer im Normalfeld der Volatilitäten, also im Normalfeld der Schwankungen. Wir sehen hier halt normale Schwankungen, die eben im Markt stattfinden, die oft von Unterstützung zu Widerstand, zu Unterstützung zu Widerstand im Prinzip sauber hin und her laufen. Kommen aber Ereignisse wie gestern und diese Bewegung gestern war im Prinzip noch, ja, wie hat man früher gesagt, Pipi-Kram. Ja, also das war gestern nix. Ja, das waren irgendwie 200, gute 200 Ticks mal kurz auf der Unterseite, um dann wieder nach oben zu laufen. Wir hatten 2016, muss ich nochmal überlegen, im 23. zum 24. oder 24. zum 25. Juni 2016, ich habe es gestern schon nicht so richtig mehr merken können, war die Entscheidung zur Brexit-Wahl, also nicht zur Brexit-Wahl, sondern war die Entscheidung in England, dass eben dieser Brexit stattfinden soll. Und an diesem Tag hat mal kurz, wir können es vielleicht mal kurz rüber scrollen. Wir nehmen mal kurz hier diese Dinge raus, schieben das mal kurz rüber. Moment. Das sieht man eigentlich hier. Da ist es. Schaut euch mal diese Bewegung an. Hier diese, also die passt absolut ja nicht ins Bild rein. Ne? Hier dieser Schlag nach unten. Und das war hier. Dieser Schlag nach unten. 1600 Ticks waren das, die definitiv so einige aus dem Markt geprügelt haben. Warum? Mir kann eigentlich zu solchen Bewegungen nicht so viel passieren, da ich ja immer mit Stops arbeite. Aber auch solche Bewegungen können dazu führen, wenn ich hier in dem Punkt den Stop habe, dass ich einfach eine schlechtere Ausführung bekomme. Vielleicht hier. Ja, aber in der Regel, wenn man mit Stops arbeitet, kann ja erstmal nicht ganz so viel anbrennen. Aber jetzt stellt euch mal vor, wie es ja so oft ist. Man hat wirtschaftliche kerntragende Ereignisse, vielleicht auch übers Wochenende. Und jetzt stellen wir uns vor, dieser Brexit oder diese Entscheidung, vielleicht jetzt auch diese, die gestern jetzt per Wahl stattgefunden hat, findet an einem Wochenende statt. Oder in Märkten, die vielleicht auch über die Woche immer mal eine Nachtpause haben. So, jetzt findet so am Samstag vielleicht so eine Entscheidung statt und am Samstag entscheidet sich die Welt oder England, wir treten mal kurz aus der EU aus. Was würde dann am Montag, sobald die Märkte öffnen, Schrägstrich ja im Forex-Markt auch Sonntagnacht, was würde passieren? Diese Bewegung, die hier in irgendeiner Art und Weise stattgefunden hat während des Handels, die wäre höchstwahrscheinlich in einem Extrem übergegangen und der nächste Eröffnungskurs, wenn dann Freitagabend zum Beispiel hier oben der Schlusskurs ist, ja, dann ist zum nächstmöglichen Eröffnungskurs quasi, kommt dann ein riesen Gap, eine Riesenlücke zustande. Und diese Lücke, die kann natürlich teuer werden, auch für diejenigen, die Stops haben. Da nutzt es nämlich nichts, hier an der Stelle einen Stop zu haben. Ja, wenn diese ganze Strecke hier eine Lücke ist, dann kommt es hier zu keiner Ausführung und dann werde auch ich mit einem Stop dann hier unten mit dem erstmöglichen Kurs ausgeführt. Sprich, mit einem Riesenverlust. Beziehungsweise klar, wenn ich Short bin, mit einem Riesengewinn, aber meistens läuft es ja gegen einen statt für einen. Ja? So, das ist jetzt natürlich Horrorszenario. Klar, passiert auch nicht so oft, aber kann passieren. Somit ist es für mich wichtig, dass ich natürlich solche Ereignisse wie gestern auf dem Schirm habe, dass ich lieber etwas vorsichtiger bin als zu aggressiv, wenn es übers Wochenende stattfindet. Ich eigentlich, also nicht eigentlich, sondern alle Positionen schließe. Ja, klar, wenn man vielleicht längerfristig auf Swing Trading angelegte Aktienpositionen hat oder wirklich große Swing Trading Positionen, die schon von vornherein auf hunderte von Punkten ausgelegt sind, wo auch die Stops vielleicht 200, 300 Punkte sind, dann werde ich mir vielleicht in manchen Situationen auch mal überlegen, solche Positionen laufen zu lassen. Aber zu 95% werden natürlich dann Positionen glattgestellt. Und das war eben gestern auch der Fall, dass ich hier erstmal vorsichtig war. Und diese Reise nach unten dann eben auch dazu geführt hat, dass eben normale charttechnisch wichtige Bereiche, wie zum Beispiel diese Unterstützung 27,80
ohne Wenn und Aber nach unten durchstoßen wurde und erst das nächste Level hier zum Tragen kam. Was hieß das oder was heißt das jetzt? Und dazu schaut euch gerne das Devisenradar des heutigen Morgens nochmal an. Ich wollte es jetzt nur mal vom Kern nochmal kurz durchsprechen mit euch. Dieser oder der Markt, der ist jetzt aktuell in meinen Augen in irgendeiner Art und Weise nicht mehr in diesem Short-Setup drin, sondern es fängt hier in irgendeiner Art und Weise scheinbar, das ist jetzt nur so ein Gedanke, aber wir haben hier vor einiger Zeit dieses Widerstandslevel um die Marke von 1,27 in etwa festgelegt. Dieses wurde dann lange auch von der Unterseite gehalten. Dann hatte der Markt hier unten auch nochmal die Möglichkeit, die Abwärtsseite weiter fortzusetzen. Das war wie so ein kleiner Sell-Off. Das hatten wir im Öl gesehen, da hatte ich schon gesagt, na, müssen wir mal schauen. Das hatten wir letztes Jahr im Gold gesehen, wo Gold nochmal kurz zum Ende so ein bisschen stärker nach unten ging. Und das sahen wir jetzt hier auch im britischen Pfund. Und jetzt kam der Markt wieder nach oben und zeigte hier schon Stärke. Und hier oben war ich dann schon vorsichtig. Hier bin ich auf jeden Fall ja dann nicht mehr aggressiv auf der Short-Seite unterwegs. Auch wenn wir hier bestimmte wichtige Bereiche, Trendlinien etc. noch nicht nach oben durchstoßen haben. Aber es ist schon mal so ein Vorsichtsbereich. Und dann hatten wir den gestrigen Tag. Der gestrige Tag wieder, der Markt ging nach unten. Alle, die eigentlich, wenn sie denn überhaupt Short sein wollen würden, hätten die Möglichkeit gehabt, Short zu gehen, dementsprechend Schwäche auf den Markt zu bringen, dementsprechend den Markt eben zum weiteren Fallen dann, oder es hätte dann eben zum weiteren Fallen im Markt geführt. Was ist aber passiert? Es kamen sofort hier wieder Käufe rein, unten, mit dem Tief, mit dem Tagestief. Und der Markt oder diese Käufe führten dann einfach wieder dazu, also Stärke, es kam wieder Stärke rein, dass der Markt wieder ins Ausgangsniveau lief. Sprich eine kurze, auf gut Deutsch, eine kurze Verarsche des, ja, aller Teilnehmer. Und der Markt ist auf dem gleichen Niveau wie vorher. Sprich, da ist Stärke drin, denn sonst wäre diese Aufwärtsbewegung einfach in der Art und Weise nicht passiert. Und diese Stärke, das habe ich heute Morgen vorgestellt, die kann jetzt durchaus dazu führen, dass der übergeordnet aktuell nach wie vor noch laufender Abwärtstrend, ja auch wenn wir jetzt ja hier irgendwie so ein bisschen schon anfangen in einer Erholung zu stecken. Aber es kann durchaus sein, dass dieser übergeordnete Abwärtstrend sich langsam erstmal wieder gen Norden auflöst. Was einfach dazu führt, ja, lange Rede, wenig Sinn. Nein, wenig Sinn ist falsch, aber die Quintessenz daraus ist relativ simpel. Wenn der Markt anfängt, weiter Stärke zu zeigen, würde ich vermehrt auch mal schauen, dass ich hier kaufe. Ich hatte vorher immer die Short-Gedanken, immer nach Short-Setups Ausschau gehalten. Auch der Euro-US-Dollar ist ja so ein bisschen wenigstens schon mal mit so leichten Ausreißern auf der Nordseite unterwegs gewesen. Somit kann es ja zukünftig auch im Euro-US-Dollar wieder dazu kommen, wenn der über 14,30 ist, dass es dort gegebenenfalls gen Norden geht. Und ähnlich ist es hier im britischen Pfund. Ich würde mir dieses Unterstützungsniveau 1,2780 zumindest oder wenigstens vielleicht auch nochmal diesen 1,27er Bereich, solange der Markt da drüber bleibt. Und dann auch noch zusätzlich, dafür schiebe ich das Bild nochmal zusammen, hatte ja gerade schon mal hier kurz diese grobe Trendlinie eingezeichnet. Ja, die hat hier so drei Auflagepunkte. Den, den und hier dieses Hoch hier, bevor der Markt gestern dann nochmal nach unten wegschoss. Was natürlich jetzt eben bedeutet, charttechnisch, wenn wir hier durchgehen, ja, und dazu kann natürlich hier auch nochmal so ein leichtes Luftholen dienlich sein, ja, zack, um dann hier eventuell die Aufwärtsseite nach oben zu vollziehen. Und dann wäre es natürlich hier denkbar, natürlich dann die Aufwärtsseite auch zu handeln und der Markt zeigt vielleicht Schwäche. Allerdings muss man, und das hatte ich heute früh vergessen zu sagen, natürlich nach wie vor immer hier so ein bisschen vorsichtig sein. Einfach an heute Abend Misstrauensvotum und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Das könnte natürlich immer wieder mal den einen oder anderen Schuss geben. Aber wenn man dann hier vielleicht schon gut drin ist, vielleicht der ein oder andere vielleicht gestern hier den Kauf sogar gewagt hat, in diesem Unterstützungsniveau von ungefähr 1,27, dann ist man natürlich jetzt hier 160 Ticks vorne. Da kann man natürlich auch mal mit einem Stop vielleicht in diesem Bereich oder irgendwo mit einem größeren Stop einfach mal darauf setzen, dass vielleicht der Markt wirklich nach oben volatiler weitergeht. Ja, und das sind so die Gedanken, die mich jetzt hier im britischen Pfund aktuell beschäftigen. Denn ich denke, die Volatilität, die Bewegung, die wird uns erstmal noch ein Weilchen weiter begleiten an dieser Stelle quasi. Wir gehen mal, wir kommen mal zum Gold. Wo ich ja eingangs schon sagte, da sind wir irgendwie ganz offensichtlich, da ist komplett Totentanz. Gold ist quasi gerade im Urlaub. Irgendwie Karibik, zwei Wochen, keine Ahnung. Hier passiert aktuell absolut nichts und die Schwankungsamplitude zieht sich zusammen. Was allerdings bedeutet, sobald Gold aus dem Urlaub wiederkommt, wird hier wieder Action sein. Also nicht
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dann hier wieder Action stattfindet. Und dafür müssen wir, und das machen wir jetzt noch mal kurz, uns hier Gedanken machen, was könnte denn passieren? Wo sind wir? In welchem Trend stecken wir? Und wer auch hier eben nicht regelmäßig in den Livestreams mit dabei ist, der weiß das natürlich nicht, wie hier meine Denkweise ist. Aber es ist auf jeden Fall möglich, dass wir die Nordseite in Richtung 13.05 hier erstmal anlaufen. Das ist hier dieses nächste Widerstandsniveau. Wo kommt das her? Wir hatten auch hier Anfang vergangenen Jahres so eine Schiebezone im Gold, ja, obere und untere Grenze, mehr oder weniger hier in diesem Bereich 13.05. Und somit ist so ein Bereich auch in der Zukunft immer mal ganz gerne oder wird so ein Bereich erstmal ganz gerne angelaufen, was da bedeutet. Aus dem aktuellen Bereich, wir sind in der 90, an der 90, wenn der Markt leicht noch anfängt zu steigen, und das werden wir uns gleich nochmal anschauen, dann ist es hier eben denkbar, dass wir wenigstens in Richtung 13.00 bzw. 13.05 steigen. Oder aber, zweiter Gedanke, wir sind aufwärts. Das ist erstmal klar. Mal kurz hier schon mal konsolidiert, aufwärts konsolidiert. Und jetzt ging es eine ganze Zeit relativ sauber nach oben, haben hier konsolidiert, also Schwäche, kurzzeitige Schwäche gezeigt, sind wieder nach oben, haben es aber aktuell nicht geschafft, hier diese Hochs rauszunehmen und sind hier. Und das gucken wir uns jetzt gleich nochmal, ne? Wir merken uns das, wir sind aufwärts, übergeordnet aufwärts, wir sind kurz vor der 13.05 als Widerstand. Schieben mal, Moment, schieben das Bild jetzt mal zusammen. Da jetzt gemacht. Hier, Entschuldigung, falsche Gold. Schieb das Bild jetzt auseinander, Moment. So, und haben jetzt hier quasi weder Stärke noch Schwäche. Also sind ja nach oben gekommen. Dann blieb der Markt hängen, ging hier nach unten, ging nach oben, zack. Guckt mal jetzt, was hier passiert. Wir sind auf einem 4-Stunden-Chart. Also hier passiert aktuell, ja, also hier geht die Schwankungsamplitude extrem zusammen. Ja, also zwar hier um eine Mitte und an der Mitte befinden wir uns mehr oder weniger, aber hier ist aktuell wirklich nothing. Tot. Ja, erschossen. Aber wir können uns sicher sein, Gold wird es weitergeben auf der Welt und auch der Goldpreis wird sich weiter bewegen. Davon kann man, also wenn eins sicher ist, dann das, und das würde ich eben natürlich auch unterschreiben, dass eben nicht die nächsten 3 Jahre Gold bei 12,91, zumindest in der CFD-Indikation, bei 12,91,07 hier stehen bleibt, sondern hier wird Bewegung raufkommen. Und es ist dann auch nicht selten so, dass wenn man sowas beobachtet, und sowas gibt es, das sind auch so Triggerkonzepte, die ich dann auf kleineren Zeitebenen für Einstiege nutze. Ja, weil sowas gibt es auch auf kleineren Zeitebenen. Ich weiß, dass jetzt der Markt erstmal ganz grob oben im Bereich so um die Marke 96, 97 hier oben so ein bisschen den Deckel drauf hat. Das ist der Bereich, aber da wollte ich jetzt eigentlich ein Viereck hinzeichnen. Moment. So. Erstmal so klein, ja, da ist so der Deckel drauf. Und wir haben von der Unterseite hier so noch nach wie vor steigende Tiefs. Ja. Und da hatten wir gestern schon mal gesagt, und mein Alarm wurde schon ausgelöst, diejenigen, die mit dabei sind, in den Livestreams, ich hatte hier einen Alarm gestern drin liegen. Ja. Der Alarm wurde ausgeführt. Den Alarm habe ich allerdings knapp oberhalb der für mich wichtigen Bereiche gelegt. Und dieser für mich wichtige Bereich wurde dann gar nicht ausgelöst, sondern der Markt ist wieder nach oben gekommen. Denn ich habe jetzt hier zwei Gedanken. Der erste Gedanke wäre, dass der Markt diese aktuell laufende Aufwärtsbewegung hier weiter vollzieht, dass irgendwann, und das ist natürlich, wie gesagt, irgendwann wird hier wieder Bewegung reinkommen und auch Bewegung, wie wir sie kennen im Gold. Und das wird passieren. Diese kleinen Mini-Schwankungen werden hier nicht auf oder werden sich auflösen und es werden auch mal wieder etwas stärkere Bewegungen auf der Ober- wie auf der Unterseite kommen. Ja, und somit wäre der eine Gedanke, wenn wir hier nach oben kommen, in Richtung kurz vor diesem Ausbruch dieser 2er-Hochpunkte, ja, dass man hier sagt, okay, ich setze jetzt dadurch, dass ich weiß, 13.05 hier oben, sehen wir jetzt nicht, 13.05 ist ein wichtiger Widerstandsbereich, dass er wenigstens diesen Schritt auf der Aufwärtsseite noch vollzieht. Und dann kann man sich überlegen, entweder man baut sich hier entsprechend dann richtige Chance-Risiko-Verhältnisse, man kann hier vielleicht sogar generell mit einem recht kleinen Stop arbeiten, hätte somit hier ein Long-Szenario. 13.05 als Ziel. Das ist nicht so weit weg, aber ich denke, da ist erstmal dann so ein bisschen Schicht im Schacht, zumindest kurzfristiger Natur. Und dann hätte man, und das ist eigentlich so ein bisschen interessanter, auch wenn es antizyklisch ist, aber man hätte hier gegebenenfalls den Gedanken eben auf der Short-Seite, der hier gestern schon mal hätte eintreten können, ist er aber nicht, weil für mich so eine
Triggerlinie, die jetzt, sage ich mal, hier in irgendeiner Art und Weise auch bedingt dessen, wir hatten es ja eben schon im britischen Pfund eingezeichnet. Wir haben hier so eine Trendlinie von der, also auf der Unterseite, die jetzt hier mehr oder weniger dreimal auch berührt wurde. Ja, und wenn diese jetzt nach unten durchstoßen wird, gibt es zwei Varianten. Man kann hier aggressiv den Short-Versuch wagen. Über Ziele sprechen wir gleich. Oder aber man wartet den Rutsch nach unten ab, dass der Markt hier erstmal nach unten Schwäche zeigt. Dann testet er nicht selten nochmal dieses Ausbruchsniveau, um dann eben hier Richtung Süden zu laufen. Und ich gehe jetzt mal übergeordnet davon aus, wenn wir mal den übergeordneten Trend hier einzeichnen, machen wir mal einen fetten Pfeil draus. Wir sind hier aufwärts, zwischendurch mal kurz abwärts, aufwärts, kurz abwärts. Und das ist das hier im Prinzip ja eine große Aufwärtswelle. Ohne jetzt irgendwelche Elliott-Wellen zu Rande zu ziehen. Ich versuche es immer einfach zu machen. Ja, wir haben natürlich hier irgendwie so eine Unterstützung drin, ja, aber das nächste Kernunterstützungsniveau, und das zeigte sich auch in der Abwärtsbewegung aus der Vergangenheit, das nächste Kernunterstützungsniveau ist der Bereich um die Marke 12,63. Somit wäre hier eine eigentlich fällige Konsolidierung nach dieser schönen Aufwärtsbewegung, das wäre mal denkbar. Ja. Und das Ziel für solch einen Trade wäre für mich persönlich erstmal der 12,63er Bereich. Und wenn ich dann hier oben einsteige, egal mit welchem Trigger, dann hat man auch gegebenenfalls relativ kleine Risiken. Ja, man kann dann hier eben schauen, ob man charttechnische Hochpunkte nimmt. Der Stop hier drüber ist vielleicht ein Hauch zu groß. Aber selbst wenn ich jetzt hier über den Stoppunkten liege, ist der Stop verhältnismäßig zu der Chance, die ich hier runter habe. Ja, das ist ein 3 zu 1, 4 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Das ist völlig in Ordnung und kann man hier in meinen Augen auch, denke ich, als ein schönes Setup nutzen. Fakt ist, hier wird zeitnah Bewegung draufkommen. Die Frage ist nur auf der Ober-, auf der Unterseite. Das weiß ich natürlich auch nicht. Prozyklisch wäre aufwärts, antizyklisch wäre abwärts und abwärts, ja, baut sich ja in der Regel auch etwas momentumhafter aus und somit wären hier zwei Setups auf jeden Fall, die ich so auf dem Schirm hatte. Wir switchen mal zum Silber. Hier haben wir genauso ein ähnliches Setup, nur dass Silber hier eben nicht ganz so, also hier haben wir eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung gehabt und hängen jetzt hier, jetzt muss ich mal gucken, wir sind hier im Tageschart, gehen wir mal auch hier in den 4-Stunden-Chart. Hier sieht das ja ein bisschen anders aus, sehe ich gerade. Ich habe mir den 4-Stunden-Chart vorher gar nicht angeschaut, aber gucken wir mal. Hier haben wir im Prinzip, Moment, hier haben wir so. Jetzt haben wir schon so eine Art Konsolidierung, Flagge, Wimpel, wie auch immer man das nennt jetzt hier. Ja. Wir haben hier unten eine gerade Linie und oben eine schräge Linie. Im Endeffekt ergibt es aber die gleichen Ergebnisse. Entweder, und da sind wir jetzt auch ziemlich nah dran, wir bekommen hier einen Break nach oben. Und dann wäre es hier im Silber relativ schnell denkbar, dass wir eben diese Bewegungshochs angreifen, beziehungsweise können wir nochmal schauen, ob es hier Setups auf der Oberseite gibt oder aber. Wir brechen hier nach unten aus. Und das Schöne ist hier im Silber, da wir hier eine sehr, sehr saubere Aufwärtsbewegung hatten. Klar, das geht ja auch immer so ein bisschen einher, die Bewegungen im Gold, die Bewegungen im Silber, das ist ja auch größtenteils positiv korrelierend. Also wenn natürlich Gold eben sich für die Abwärtsseite entscheidet, dann sollte das natürlich auch für die Abwärtsseite im Silber sprechen. Und dann hätten wir hier durchaus auch eine realistische, schöne Chance, wenn wir uns das charttechnisch hier mal an. Ne? Charttechnisch hier mal angucken. Hier kommt auch so ein schönes Unterstützungsniveau knapp unter der 15. Ja, dann haben wir natürlich eine recht gute Chance aus dem 15,50er Bereich in den Bereich knapp unter 15 Dollar hier zu rutschen. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Bewegung, die man hier aus- oder mitnehmen könnte. Die Long-Seite ist, und das schauen wir uns gleich übergeordnet nochmal an, die ist hier auch so ein bisschen gedeckelt, denn hier oben ist ein markantes Widerstandsniveau. Da ist eigentlich nicht mehr so viel Luft wie im Gold. Wenn wir uns das hier anschauen, hängen wir hier schon an markanteren Widerständen. Ja, also das ist einmal dieses Tief hier. Ja, und dann eben dieser Bereich. Richtig groß wird's hier als Widerstand. 16, 15 in etwa. Aber ich denke, der Schritt, also da geht Gold dann, da müsste Gold schon über 13,05 gehen in meinen Augen. Und dieser Kontext aus beiden zusammen, finde ich es eigentlich besser, wenn wir jetzt hier die Long-Seite ein bisschen stärker konsolidieren, eventuell hier nach unten, um dann übergeordnet dann in diesem Bereich zu laufen und dann vielleicht sogar hier weiter Stärke zu finden. Also ja, nur mal, weil letztens eben die Frage kam, ich bin ja derjenige, der jetzt nicht unbedingt Silber handelt,
Aber das sind so die Gedanken, die mich jetzt hier beschäftigen würden, würde ich Silber handeln, auch mit dem Gedanken, wie sich ja Gold grundsätzlich hier bewegt an der Stelle. Ja. Gut, das dazu. Kommen wir mal zum, was hatten wir jetzt schon? Gold, Silber, Euro, US-Dollar, britischer Pfund. Sind von eurer Seite erstmal noch Fragen zu Märkten? Ja, ihr seid so ruhig. Freue mich natürlich auch immer, wenn von eurer Seite mal ein Lebenszeichen kommt. Wir schauen auf WTI. WTI ja auch wunderbar gen Süden gelaufen vor einigen Wochen und ist jetzt so ein bisschen in einer, ja, schon Erholungsphase mittlerweile drin. Gehen wir mal aus WTI. So, also, wir hatten hier immer gepredigt, Abwärtsseite. Ne? Nicht kaufen. Vorsichtig mit Käufen, denn wir sind charttechnisch sehr sauber hier abwärts tendierend unterwegs gewesen. So, dann haben wir hier schon mal in diesem Bereich um die Marke 1,50, nee, nicht 1,50, sondern um die Marke 15,50 hier WTI Crude in der CFD-Indikation, hatten wir dann so einen Tiefbereich, der sich dann erstmal kurzzeitig zu leichten Erholungen oder der zu leichten Erholungen führte. Aber hier war alles noch von meiner Seite ganz klar. Wir sind weiter abwärts tendierend. Hier ist nichts oder spricht nichts dafür, dass hier irgendwie erstmal Stärke reinkommt. Das zeigte sich dann auch. Und dann kam hier schlussendlich die nächste Reise nach unten. Und dann hatten wir hier unten so ein bisschen so eine Art Sell-off-Bewegung mit einem Gap nach unten. Nochmal der Test hier unten des 42, 47er Unterstützungsniveaus. Und dann, das ist eben hier diese Keilformation, die hier unten dann so stattfand. Ja, diese Keilformation, da hatte ich dann schon gesagt in Livestream, Mensch, das war jetzt oder das sah jetzt so ein bisschen danach aus, als würde hier erstmal zumindest die Abwärtsseite ja so ein bisschen an Relevanz verlieren. Weil es jetzt nicht hieß, dass ich nicht weiter nach Short-Setups gesucht habe und auch zugegebenermaßen in dieser hier laufenden Aufwärtsbewegung zwei kleine, sehr kleine Verluste hinnehmen musste, weil ich einfach mir gesagt habe, okay, es kann ja an der einen oder anderen Stelle schon erstmal nochmal geringfügige Schwäche auftreten. Was dann eben nicht passierte. Der Markt ist sogar über diesen sehr, sehr wichtigen Widerstandsbereich fast ohne Wenn und Aber drüber gelaufen. 50-50. Ja, wissen wir ja hier. Alte Tief. Hatten wir eben schon. Ist darüber gelaufen, ist jetzt in dieser Zone dieser vorherigen Erholung drin. Was erstmal für mich bedeutet, WTI ist vom Radar so ein bisschen für mich weg, weil einfach das charttechnisch saubere Bild hätte folgendermaßen aussehen müssen. Abwärts, Erholung in Form einer Seitwärtsschiebezone, abwärts, Erholung an die alten Tiefs ran, um dann von hier aus wieder die Abwärtsseite aufzunehmen. Machte er aber nicht, er ging mit Stärke und mit Momentum, ohne mit der Wimper zu zucken, hier durch. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt scheint es hier erstmal nicht weiter abwärts zu gehen. Und seht mal, wir haben jetzt hier so ein ähnliches Bewegungsgebilde wie hier. Ja, schaut euch das an. Und das ähnlich sieht es jetzt quasi hier aktuell aus. So, und solange wir hier in diesem Muster bleiben, ist das für mich erstmal uninteressant. Für mich wird es wieder interessant, wenn wir die 50-50 nach unten durchschreiten. Denn dann ist das für mich ein Zeichen, dass diese Erholung hier, diese Übertreibung nach oben einfach nur eine Übertreibung war. Und hier unten drunter würde sich dann hier dieses übergeordnete Abwärtsbild, gegebenenfalls würde das wieder aufgenommen werden vom WTI Crude oder generell für die Öle, um dann hier weiter abwärts zu laufen. Somit kann man hier, ich habe es nicht gemacht, weil ich eh täglich drauf schaue, aber man könnte hier an die 15,50 einen Alarm packen, der dann irgendwann mal schellt. Das kann morgen sein, das kann übermorgen sein, das kann nächste, übernächste Woche sein. Das weiß ich natürlich auch nicht. Aber wenn es passiert, dann geht's für mich wieder runter und dann würde ich hier eben wieder überlegen, erstmal diese prozyklische Abwärtsseite zu handeln. Laufen wir allerdings genau in die gegenseitige Richtung, bauen wir hier weiter Stärke aus als nächster Widerstandsbereich, auch als wichtiger Widerstandsbereich, denn das ist dieser Hochbereich dieser letzten Erholung. Kommt denn der Bereich 54,40, 54,50 in etwa, der auch noch zu dieser seitwärts weiteren Seitwärtsphase hier führen kann? Ja, vielleicht dann auch später erst die Reise nach unten. 15,50 bleibt auch in diesem Szenario der wichtige Bereich. Und gehen wir dann über diesen Bereich. Dann müssen wir mal schauen, ob sich hier Öl gegebenenfalls doch übergeordnet erstmal wieder für die Aufwärtsseite entscheidet und sich hier gegebenenfalls Möglichkeiten auf der Aufwärtsseite ergeben. Aktuell ist hier der Gedanke des WTIs immer noch, ja, wie ich es jetzt eingezeichnet habe, 15,50.
und sollte hier eben irgendwie Stärke reinkommen, dann wird es oberhalb von 54, 40 dann eventuell, aber das werden wir oder müssen wir dann erneut auffangen, ja. Das kommt dann auch so ein bisschen drauf an, wie kommt der dahin? Wie lange ist der schon da drüber? Spiket der nur mal kurz drüber, geht dann wieder drunter. Also da sind natürlich dann noch viele Faktoren, die eine Rolle spielen, genauso für die Abwärtsseite. Aber das ist so das übergeordnete Bild, was ich mir fürs WTI zurechtlege, wo ich jetzt nicht zwingend einen direkten Plan habe. Und jetzt kommen wir mal zum US-Dollar, kanadischen Dollar. Da habe ich eine Idee. Jetzt müssen wir nur gucken, wo meine Maus ist und den Markt kurz suchen. Der war irgendwo hier hinten. US-Dollar. Moment, wo haben wir ihn? Hier. Also, ich trinke nur mal eben einen Schluck. So. Was fällt auf, wenn man jetzt hier grundlegend sich mal die Bewegung des Marktes anschaut? Wir sind auch hier, nee, jetzt sind wir hier im Tageschart. Und ich zeichne mal hier kurz die Bewegung aus der Vergangenheit ein. Wir hatten hier irgendwann mal ein Tief. Dann haben wir hier eine Aufwärtsbewegung. Dann haben wir eine relativ scharfe Konsolidierung. Aufwärtsbewegung, auch verhältnismäßig scharfe Konsolidierung. Aufwärtsbewegung, verhältnismäßig scharfe Konsolidierung. Aufwärtsbewegung. Und jetzt sind wir hier wieder in einer Konsolidierung drin. Relativ scharf. Könnte sich vielleicht noch ein Weilchen nach unten weiter ausbauen. Aber schauen wir uns mal diese vergangenen Abwärtsbewegungen hier an. Diese ging hier dann auch relativ volatil zur Sache. Ja, das ist vielleicht ein bisschen uninteressant. Aber schaut euch mal, diese Abwärtsbewegung ging relativ steil. Ja, und diese letzte Abwärtsbewegung auch. Somit wäre jetzt hier der Gedanke übergeordnet. Und wir haben hier in diesem Bereich mit diesem Hoch hier, ja, das ist so der Bereich um die Marke 31,36. Wir sind jetzt an der 32,50 in etwa. Das ist gar nicht mehr so weit. Also wenn der Markt hier, und das wäre auch so ein Gedanke, den ich mir jetzt hier per Alarm zurechtlegen würde. Wenn jetzt hier nochmal vielleicht auch so ein Sell-Off kommt, also auch nochmal so ein, ich knall nochmal kurz nach unten und gehe dann relativ zügig wieder nach oben. So eine Bewegung, ja. Das hatten wir zum Beispiel hier auch. Zack, schnell nach unten und dann aber relativ zügig wieder nach oben. Ja, wenn wir sowas bekommen, dann wäre das ein Zeichen für mich, okay, man könnte hier mal wieder sich die ganze Sache anschauen, denn die Longseite, die war in jeder Phase, die war hier extrem interessant, die war hier extrem interessant, die war hier auch extrem interessant und hier auch extrem interessant. Ich denke, wenn hier wieder eine Aufwärtsbewegung eintritt, dann sollte die auch zukünftig sehr interessant werden. Und wie weit könnte die führen, wenn wir charttechnisch das Ganze einfach nur mal weiterführen? Wir haben die Hochs immer nicht extrem nennenswert überschritten in der Vergangenheit. Ja? Und wir haben hier aus dem Mai 2017 haben wir so ein Hoch. Und jetzt schaut mal, wie weit, wenn der Markt bis dorthin läuft, wie weit wäre das? Das wäre in etwa so weit, wie im letzten Malen, bei den letzten Malen die Hochs dann ausgebaut wurden. Somit könnte man erstmal rein theoretisch, rein von den Bewegungen aus der Vergangenheit, und die Bewegungen aus der Vergangenheit werden ja durch Marktteilnehmer kreiert, quasi Angebot und Nachfrage. Und die Psychologie dahinter, die können wir nicht lesen, aber wir können die Vergangenheit versuchen zu analysieren. Und ich versuche dann, mir eben entsprechend auch aufgrund von alten Bewegungen, aufgrund von alten Bewegungsmustern, mir das eben so zurechtzulegen. Und dann ist es hier eben interessant, dass wir gegebenenfalls hier unten, und da ist es dann auch egal, selbst wenn man hier vielleicht mal den ersten Versuch wagt und der geht dann schief und man schaut eben, dass der Markt vielleicht dann doch nochmal ein bisschen tiefer geht und dann eben später wieder über den Bereich rüberläuft. Vielleicht geht er hier noch ein Stück doch tiefer, ja, und fängt sich dann hier und kommt dann langsam wieder nach oben. Dann hätte man gegebenenfalls ja einen zweiten Versuch, den man dann nutzen müsste. Na, machen wir hier wieder einen Kreis draus, um im Prinzip long reinzugehen. Aber schaut mal auch hier, je nach Situation vorher, hat man vielleicht charttechnisch interessante Stopppunkte. Ja, das kann man immer nicht so im Detail jetzt hier besprechen. Da spielen natürlich immer noch mal eine ganze Menge Faktoren eine Rolle. Aber dann habe ich natürlich zu der potenziellen Chance, und das ist alles realistisch, sowas kann der Markt schaffen, das als Risiko. Ja, und dann entsprechend ist es hier durchaus denkbar, dass der Markt dann dieses Risiko in mehrfachen
Ausprägung, in dem Fall in etwa ein 4:1 Chance-Risikoverhältnis nach oben durchschreitet. Und dann habe ich natürlich wieder ein schönes Trade-Szenario, was in diesem Fall ein Swing-Trading-Szenario wäre. Ja, das ist natürlich keine Day-Trading-Idee, aber das ist eine ähnliche Idee, wie ich sie im Day-Trading umsetzen würde. Ja, der Chart, den wir jetzt hier sehen, der ist natürlich, weil ich hier oben sehe, dass ich auf D1, na, Moment hier, das muss ich einkreisen, ich bin auf D1 und weiß natürlich auch aufgrund dieser zeitlichen Angaben hier unten, dass ich mich in einem großen Zeitfenster befinde und dass ich hier auf einem Tageschart bin. Auch natürlich, wenn ich mir die Schwankungsamplitude anschaue, ist mir klar, okay, höchstwahrscheinlich nicht ein Tag. Ne? Aber der interessante Gedanke an dieser Geschichte ist hier, dass entsprechend auf dem Tageschart das passieren kann. Und wenn ich diese Angaben nicht hätte, könnte ja so auch ein Tag aussehen. Ja, natürlich dann mit geringeren Schwankungen, aber das wäre genauso ein Setup, wenn ich es beobachte, wie ich es dann im Daytrading handeln würde. Und somit ist das hier deswegen Trading-Gedanke. Jetzt kommt hier als Kommentar, das wird dann aber wohl eine Positionstrade und kein Swing. Trade und hier Swap, Fragezeichen. Ja, das ist dann fast schon Position, das stimmt. Also nach meiner Ansicht ist ja ein Swing Trade trotzdem nur auf mehrere Tage ausgelegt, maximal vielleicht auf 1-2 Wochen als Daytrader. Wenn ich mal etwas länger eine Position halte, ist es wirklich in der Tat ist mein Swing Trading etwas kurzfristiger. Wobei das jetzt hier eine Position geht für mich eigentlich wirklich, da muss man schon fast über Monate und Jahre sprechen. Und das sind ja jetzt hier dann eben zwar vielleicht 2-3 Monate, aber das ist noch fast ein Swing Trade. Aber das ist egal, wie man das Kind nun nennt. Ja, die Swaps muss man natürlich beachten. Es kann eben durchaus sein, dass entsprechende Finanzierungskosten, die einfach da aufgrund dessen zustande kommen, dass ich natürlich zwei verschiedene Währungen habe und eben entsprechend schauen muss, okay, wie sind die Zinsniveaus der jeweiligen Währungen zueinander und somit gibt es positive und negative Swaps. Ich kann die Frage zum Swap jetzt aktuell hier nicht beantworten, weil ich ihn einfach nicht im Kopf habe. Aber das muss man natürlich bei so langen Positionen immer noch mitprüfen. Ja, aber das ist ja in jedem längerfristigen Trade, den man in den Währungen umsetzt, so, dass man diesen Punkt dann immer nochmal mitprüfen muss. Ja, aber das ist so der Gedanke, der mir hier so kam, wo ich mir diese Amplituden angeschaut habe. Und wer eben dieses große Bild nicht handeln wollen würde, der weiß aber, okay, das könnte übergeordnet stattfinden. Und dann habe ich natürlich hier, und das ist ja das, was ich im Endeffekt im Daytrading mache, wenn ich weiß, okay, hier drüber kann sich das Ding aufwärts bewegen, naja, dann schaue ich doch, dass der sich hier auch aufwärts bewegt. Ja, im kleineren Zeitfenster. Und dann hat man vielleicht die Möglichkeit, eben entsprechend die Rücksetzer immer zu kaufen. Ja, und habe dann natürlich vielleicht 10 Long Trades und habe dann immer mal wieder bei Rücksetzern gekauft. Davon gehen dann vielleicht auch mal 3 schief. Aber wenn das so aufgeht, dass die Kernbewegung gen Norden geht, ja, und dann ich in Rücksetzern immer wieder kaufe, vielleicht dann auch mal pyramidisiere in Rücksetzern und so weiter, ja, dann habe ich natürlich hier recht gute Karten, dann auch wirklich Trades zu platzieren, die halt einfach in Profit laufen. Ja, und so ist ja so, also mein Trading startet ja so, geht dann auf kleinere Zeitebenen, was wir jetzt hier an dieser Stelle jetzt nicht machen, aber das ist ja so mein Kerngedanke des Tradings, beziehungsweise meine grundsätzliche Herangehensweise. Und wir gehen abschließend mal, was ich mir rausgesucht habe, US-Dollar, Schweizer Franken. Gehen wir auch auf den Tageschart. Haben wir jetzt aktuell heute auch wieder Stärke drin. Wir gehen mal auf den 30-Minuten-Chart und sehen hier in den letzten Stunden ist hier eben auch gut Stärke reingekommen. Ja? Gehen wir aber wieder zurück auf den Tageschart. Was ist jetzt, Moment, jetzt sind wir auf dem Tageschart, genau. Was ist jetzt hier der Kerngedanke? Wir sind übergeordnet, Moment, ich zeichne es ein, hier abwärts. Beziehungsweise nicht übergeordnet, sondern das ist eigentlich so das kleinere Zeitfenster. Und sind jetzt hier aktuell, auch mit dem aktuellen Überpesen, wird das ganze Bild gerade, ja, mit dem Überspiken hier dieser letzten Hochpunkte, wird das charttechnische Bild gerade unsauber. Und übergeordnet, das ist eigentlich die übergeordnete Bewegung, die ist grundsätzlich long. Und somit ist es hier nicht auszuschließen, und wer den US-Dollar, Schweizer Franken kennt, der weiß, dass die Parität hier eine nicht so unwichtige Rolle spielt. Und diese wäre hier,
und eben auch der Markt des Öfteren schon darum gependelt ist. Und somit ist es natürlich ganz locker denkbar, dass auch hier der Markt sich erneut in Richtung der Hochs bewegt. Und wir bekommen jetzt gerade hier einen Punkt, eine Situation, die sich zeitnah dazu entwickeln könnte, um hier zu sagen, okay, ich gehe mal darauf oder ich setze mal darauf, dass der Markt gegebenenfalls hier wieder eine Trendwende vollzieht. Ja, wir sind hier abwärts und dann, dass es hier eben grundsätzlich dann wieder nach oben geht. Erste Anzeichen überschreiten dieser Hochs, wird charttechnisch unsauber. Sicherlich wird hier vielleicht nochmal ein Rücksetzer kommen, aber zum Beispiel, wenn wir dann anfangen zu steigen, dass man sich hier dann eben Triggerkonzepte raussucht, mit dem Gedanken, dass es dann nach oben geht, zack, und sich dann hier das, was vorher abwärts tendierend war, auf der Long-Seite wieder einsteigt und einstellt. Und hier hat man genauso dann die Möglichkeit, ähnlich wie eben im US-Dollar, kanadischen Dollar, dann eben entweder im ja, Positionstrading, Swing-Trading, längerfristige Swing-Trading, dann vielleicht die Aufwärtsseite sich zu schnappen. Man kann ja auch abwarten. Ich würde empfehlen, ich habe das mir vorgenommen, auch für die Livestreams, so richtig gelingt es mir aktuell noch nicht. Also mir sind hier schon wieder ein paar Setups so durch die Lappen gegangen, dass ich mir entsprechend Alarme reinlege. Und das macht sich teilweise im MT5 etwas besser als im MT4. Aber man kann jetzt eben sagen, okay, wenn wir hier in einen charttechnisch wichtigen Bereich kommen, wo ich vielleicht kaufen wollen würde, oder wo ich vielleicht dann auch sage, okay, das Long-Setup ist vielleicht immer noch nicht ganz aktiv. Ich setze mal hier unten nochmal so, dass die Tiefs nochmal angegriffen werden. Kann man ja also genauso machen. Aber ich würde ja eigentlich hier mir so diese Long-Seite ganz gerne raussuchen wollen und dann erstmal mir entsprechend die Bewegungen raussuchen, die passieren müssen, um sie charttechnisch dann schön umzusetzen. Und da kann man zum Beispiel auf diesen ersten blauen Haken erstmal warten. Ja, das sind dann schon mal 2, 3 Wochen vielleicht, dass er hier wieder steigt, dass er dann diesen Bereich nach oben anfängt zu überschreiten und dann zum Beispiel hier ab diesem Test dann die Aufwärtsseite zu handeln. Da hat man immer noch genug Weg, auch im kleineren Zeitfenster. Man muss nicht unbedingt hier versuchen, diese ultimativen Bewegungstiefs sich zu schnappen. Das klappt sowieso in den wenigsten Fällen, sondern man kann auch ein bisschen Bestätigung abwarten. Das ist das, was ich in den Livestreams auch täglich versuche, immer zu zeigen. Lieber abwarten. Manchmal handle ich den ganzen Tag nichts, weil ich den ganzen Tag zu viel gewartet habe. Aber das verliert ja kein Geld. Wir sind als Trader Risikomanager. Wir müssen unser Risiko unter Kontrolle haben und nicht versuchen, jeden Trade am Tief oder am Hoch zu erwischen, um das Maximum irgendwie rauszuholen. Das funktioniert ja nicht. Ja, wenn ich natürlich vorher wüsste, wie ein Währungspaar sich bewegt, was natürlich auch ganz oder nicht selten in Social Media Kanälen auch ganz gerne immer mal publiziert wird, dass es jemand angeblich schafft, immer die Spikes hier, die Peaks zu erwischen und dann werden schöne Facebook-Posts gemacht, wie man dann hier dann noch mit Pfeilen arbeitet und sagt, oh, guck mal, hier habe ich gekauft, ja, hier habe ich gekauft, dann habe ich hier gekauft, ja, und dann eben die ganze Sache dann eben auch nochmal auf der Rückseite. Hier oben war ja klar, ne, habe ich verkauft, hier habe ich verkauft, hier habe ich verkauft. Und hier habe ich dann auch verkauft, ja. Also so funktioniert der Trading nicht. Wir müssen uns versuchen, das Ganze irgendwie zurechtzulegen, Versuche zu setzen, ja. Und schaut mal, aus der Vergangenheit hatten wir hier schon mal ein schönes Szenario uns zurechtgelegt, ähnlich wie wir die Szenarien heute dann auch besprochen hatten. Das war irgendwann mal aus, ja, Mitte vergangenen Jahres, wahrscheinlich auch aus einem Devisenradar. Und hier kam eben nicht die Reise nach oben, die hier genauso möglich gewesen wäre, sondern hier kam eben dieser Schwung nach unten. Und das ist das, was ich fürs Gold meine. Ja, es ist nicht auszuschließen, dass dann hier auf einmal Dampf nach unten aufkommt und dieser Dampf hier völlig ausreicht, dann natürlich entsprechend einen Gewinn draus zu ziehen, entweder mit einem Trailing Stop oder man schaut sich charttechnisch dann eben nochmal Ziele an, haben wir ja am Gold, wo man dann auch durchaus sagen kann, okay, man arbeitet bei einem Chance-Risiko-Verhältnis, was weit mehr ist als 1 zu 1, dann eben auch mal mit Take Profits, kann man durchaus machen. Das ist ja alles nicht verboten. Solange ich mein Risiko unter Kontrolle habe und wenn ich mit Stops arbeite, dann habe ich das. Ne? Und wenn ich da 3, 4, 5, 6, 7, 10 Mal hintereinander auf die Gusche bekomme, mir tut das nicht weh. Und ich habe im Prinzip auch die Erfahrung, dass ich weiß, okay, das gehört zum Trading dazu. Diese ganzen Setups, die wir heute besprochen haben, das sind jeweils Setups von ganz vielen, die ich mir tagtäglich raussuche und dann eben von vielleicht 10 Setups, die ich mir raussuche, 2, 3 am Tag schaffe zu handeln.
Und ob die dann gut gehen oder nicht gut gehen, das sei dann dahingestellt. Aber ich weiß, dass ich genug Möglichkeiten bekomme, wo sie gut gehen, wo ich richtig gutes Geld verdienen kann. Und in den Fällen, wo sie nicht gut gehen, ich sehr, sehr klein verliere. Das ist ja dann immer so mein Ziel. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Eine Stunde Devisenradar ruckzuck vorbei. Wir haben doch diverse Märkte geschafft an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet euch die ein oder andere Idee für euer eigenes Trading hier rausziehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall Good Trades und Mega Trading erstmal für die nächsten Tage. In 20 Minuten geht's hier auf dem YouTube-Kanal mit dem Livestream nochmal los. Wir machen dann nochmal so 20, 25 Minuten US-Märkte. Ich werde gleich mal reinschauen, was da jetzt gerade passiert, ob sich da noch ein Setup vielleicht bietet. Türkische Lira war heute kein Thema, oder? Nein, habe ich nicht drüber gesprochen. Könnte man machen, weil es natürlich auch ein extrem volatiler Markt aktuell ist. Dadurch, dass Trump zu Erdogan, Erdogan zu Trump und hin und her und Hopsasa. Aber mir persönlich ist vom Handel her auch der Spread etwas zu groß. Türkische Lira zu den entsprechenden Währungen ist dann auch, wenn dann nur so im Swing-Trading-Bereich interessant, aber hatten wir dann nicht als Thema. Aber können wir vielleicht zeitnah nochmal als Thema nehmen für ein entsprechendes Devisenradar im kleineren Falle um 9:30 Uhr. Ich wünsche euch nochmals Good Trades und Mega Trading. Bis zum nächsten Mal oder in den Livestreams. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.